schütten da nochmal wieder ein bisschen Geld rein. Ich hab meinen Monk, ich geh da jetzt. Oh, wie kam er denn? Der ist angesprungen. Es wird noch früh genug bekannt gegeben werden, liebe Luna. So. 4100, nice. Würde ich den Verkaufsstand oben im Norden nochmal wieder ein bisschen upgraden, theoretisch. Die Morgenflut ruft nach mir. Ja, dann geh doch hin. Okay, Maui, was wolltest du denn jetzt von uns? Wir brauchen nur, also wir brauchen 20 Sand, 25 Stein, 10 Kohleerz und roter Bartfaden. Okay. Sollten wir hinkriegen. Also 20 Sand, 25 Stein. Mal eben ins Inventar, was ich brauche. So, ich mache mal folgendes. 8. Ich mache das so. 20 Sand, 25 Stein brauchte ich. So. So, dann eben folgendes. So, ups. Entschuldigung. Da muss ich mal eben kurz rüber. So, ich muss jetzt aber trotzdem gehen. Arbeit ruft, viel Spaß noch bis demnächst. Alles Liebe, vielen Dank fürs dabei sein und viel Spaß natürlich auf Arbeit, beziehungsweise weiterhin gute Erholung natürlich. 10 Kohle Erz. Lass dich nicht ärgern. 10 Stücks. Und... 4 roter Bartfaden. 3 roter Bartfaden, alles klar. Oh Mann, hier. Da warst du schneller, ich bin gerade voll verwirrt gewesen. Ja, da war. Ist alles klar. Oh, ich sehe schon, ich habe hier zweimal roter Bartfaden schon drin. Das heißt, ich habe einen komplett voll, das heißt, den Rest kann ich eh verkaufen. Habe ich sonst noch irgendwas doppelt hier drin? Wo wir gerade dabei sind. Glaub nicht, ne? Was haben wir denn dann hier noch? Kann ich da noch irgendwas rüberpacken? Hm. Nicht so wirklich, ne? Ah, schade. Passt halt nicht so ganz. So, fertige die Feuerschale aus Granit. So, Granitfeuerschale. Sehr schön. Und das stelle ich gar nicht von dem Dorf auf. Okay. Machen wir. Die ist eigentlich ganz schön. Ich muss mal gucken, wo ich die am besten hinpacke. Holzbein fliegen mir vor der Tür. So, Granitfeuerschale, die ist auch nicht so groß. Mach die mal hier auf der Ecke. Hauptsache erstmal mein eigenes Grundstück verschönern. Oh, hey. Sieh nur, jetzt hast du Feuer und eine verbesserte Spitzhacke. Das alles hast du mir zu verdanken. Maui, Halbgott und Held der Menschheit. Erzähl es deinen Freunden. Aha. Und lass einen Sub auf Twitter da, auf Twitch da. Hey, lass uns in Zukunft mehr solche Taten vollbringen. Es hat Spaß gemacht. Hey, gut gemacht. Ja, geil. Okay. So, dann neue Quests haben wir gerade nicht. Okay. Ich will noch mal ein bisschen oben in den Norden gehen und gucken, ob wir dort vielleicht noch mal ein kleines bisschen weitermachen können. Vielleicht kriegen wir auf Level 6 dann direkt die nächste Quest. Und ich bin wieder monkig am Holz sammeln. Ich wollte ja auch Goofys Verkaufsstand da oben noch mal ein bisschen upgraden.
gibt's hier mittlerweile wieder einen Knoblauch. Ich suche noch mal eben. Wir haben hier mehr als genug Platz eigentlich, aber nirgendwo ein Knoblauch. Ach Mann. Bin ich böse. Das Spiel will nicht, dass ich noch eine Sache vom Pixar-Event bekomme. So, erstmal hier. So, ich nehme mich mit. Und Level 6. Das ging jetzt sehr schnell. Neues Motiv. Aber keine neue Quest, alles klar. Na gut, muss jetzt ja auch nicht unbedingt sein. Hier ist schon wieder ein Loch. Ich kann die aber auch einfach nicht da lassen. Schlimm. Aber gut mit dem Geräusch, wenn der auf Schnee läuft. Dieses Knirschen einfach. Hat schon was. So, die Minze nehme ich mit. Hier liegt noch ein Schneeball. Wahrscheinlich kann ich die später hier auch ausgraben oder so. Was heißt später? Ich kann ja jetzt schon graben, meine ich. So, 10.000, let's go. Stufe 2, wir kriegen Auberginensamen. Alles klar. Wie teuer sind die? Na, wie geht's? 40, 95, alles klar. Mhm. Guten Morgen. Guten Morgen? Schon relativ spät für guten Morgen eigentlich. Hier die beiden Golddinger mit. Wir haben halt nur die beiden. Das heißt, wir werden, ähnlich wie wir es damals mit Eisenerz hatten, wahrscheinlich irgendwann so viel Goldbarren brauchen. Ich warte noch drauf. Deswegen sammle ich am besten pro forma schon mal ein bisschen. Oh, wir kriegen ja Amethysten endlich. Da ist noch ein blauer Blasenkreis. Ja. Mal dieses Treffen. So. Will nicht in mein Blickfeld gehen, Maui. Ist ähnlich wie bei Goofy damals. Oh. Ein Buntbarsch. Hey, wolltest du nicht einen Buntbarsch haben? Oh, hey. Ich hab was für dich. Jawohl, Buntbarsch. Hier, kannst haben. Haha. Gern geschehen. So, hat mir leider keinen neuen hier hingedroppt. Schade. Okay. Ansonsten sind es nur weiße Blubberbläschen. Ich angel trotzdem noch ein bisschen. Man muss das ja so ein bisschen ausnutzen, solange man Maui dabei hat. So.
Ratatunga, Ratatunga. Give me every Lachs tonight. Aber ich liebe Lachs. Lachs schmeckt einfach so gut. Da ist wieder blau. Also entweder ist es blaues Buntbarsch oder Hummer. Nee, Quatsch, nicht Hummer, Krabbe. Nein, Buntbarsch. Vielen Dank. Doppelte Moppet hält besser. Ich angel einfach nochmal eine Leiste kurz leer und fülle unseren Fischbestand ein bisschen auf. Oh, Buntbarsch gibt es also auch bei Weiß, das ist interessant. Ist doch Buntbarsch gewesen, ne? Ja. Kameraführung immer. Okay. Gerade gar keine Blubberblasen. Gut, dann angeln wir eben nicht bis zum Ende, sondern nur so lange, bis keine Blubberblasen mehr da sind. Aber ich porte mich nochmal eben zum schillernden Strand. Weil ich nochmal ein bisschen von dem mitnehmen möchte, was die gute Vajana wieder gesammelt hat. Guck mal, wie schön der Weg jetzt hier vollständig ist, Freunde. Sehr, sehr nice. So, 11 von 14, cool. So, wir können ja jetzt hier rüberlaufen. Stimmt. Ist das schön. So, unser Okra ist nach wie vor noch nicht fertig. Dann lass mal kurz gucken bei den... Ja, ich räume nochmal eben Inventar ein, weil wir haben wieder einiges. Ich muss mich noch umziehen, Freunde. Das lohnt schon fast gar nicht mehr. Ich mache es aber trotzdem noch einmal. So, hier ein bisschen Hartholz. Schneeball habe ich hier drin. Und den Seetang. So, jetzt ist natürlich das Ding. Amethyst muss nach ganz hinten jetzt, weil das das letzte ist, was wir freigespielt haben. So, alles in Ordnung. Eine Minze. Blümchen. Zack, zack. Also die Rot muss ich noch verkaufen und einen Haufen Fisch. So, Buntbarsch hatte ich auch noch nicht, ne? Ne. Wo ich den jetzt da doppelt einsortiere. Ich noch mal ganz kurz gucken. So, das bitte einmal kurz verkaufen. 630. Bis bald. Ich würde auch mal ganz gerne eine Sache machen wollen. Wir sammeln ja so schön fleißig unsere Edelsteine. Und, achso, und umziehen. Das mache ich jetzt als erstes, bevor ich es wieder vergesse. Garderobe. Wir haben ein paar neue Sachen bekommen. Hosen. Schwarze Jogginghose. Ja, komm, wir machen heute mal ein bisschen sportlicher. Oberteil. Grünes T-Shirt könnte dazu gut passen.
Ja, ich nehme das. Obwohl, ne, komm, ich nehme das hier. Mäntel passt da jetzt etwas weniger zu. Schuhe. Hier schön ein paar Turnschuhe. So, auf den Rücken. Ich nehme mal den roten. So, Abwechslung mal wieder. Halskette. Lass ich mal weg. Was glaube ich noch nicht? Brillen. Okay, das machen wir so. Ah, schön knackigen Po. So, hier wollte ich nämlich hin. Wir haben ja einige Sachen, die wir noch bauen können. Unter anderem hier bei den Möbeln. Achso, Spalierbogen sehe ich gerade. Obwohl, ich lasse es gerade mal. Ich könnte zwei theoretisch bauen, dann ist es aber ganz weg. Eisenbarren. Ich möchte mich gerne mal so ein paar Straßenlaternen hier bauen. Plumpsklo. Und dafür brauche ich halt Eisenbarren. Oh, guck mal, sowas können wir hier auch bauen. 13 orangefarbene Laterne. Interessant. Himmelblaues DJ-Pult. Was? 50 Eisenbarren. Krass. Oder hier, das Beste war immer noch hier der Wasserturm. Mit 100 Eisenbarren. Ich würde aber gern hier erstmal die bauen, die normalen Laternenpfähle. Die dann auch eckig sind. Wieder eine Straßenlaterne aus Schmiedeeisen. Kostet 5. Saphire, stimmt, haben wir auch noch gar nicht. Rot. Gelb. Und grün. Hier mit Zitrin, Saphire. Schwarze Straße mit Schmiedeeisen. Grün. Könnte ich mit Aquamarin machen. Das ist nur so ein helles Blau wahrscheinlich. Ich brauche aber extremst viel Eisenbarren dafür. Gut, wir haben eine Aufgabe, Freunde. Wir müssen ein bisschen Eisen farmen. Juhu. Ich hab's, glaube ich, wann war das noch gewesen? Letzte Session oder vorletzte Session, wo ich noch gesagt habe, ah, mal gucken, wie lange es dauern wird, bis ich wieder sage, wir brauchen wieder Eisen. So. Und wir haben ja sonst gerade nicht großartig was anderes zu tun, ne? Also ich meine, unseren Maui müssen wir noch leveln, aber ansonsten sind alle Charaktere Stufe 10, von denen wir mitnehmen können. Und schon okay. Hartholz muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Da habe ich nicht mehr viel von. Diese, weiß das zufällig einer von euch, liebe Freunde? Diese glänzenden Edelsteine. Sowas wie glänzender Zitrin, glänzender Topar, glänzender Smaragd, sowas. Wofür brauchen wir die? Können wir daraus auch ganz normal Sachen craften? Gibt es Sachen, wo wir speziell die glänzenden Sachen für brauchen? Oder sind die einfach nur zum Verkaufen gedacht? Oh nein, jetzt habe ich die Blume mitgenommen. Egal.
Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Manchmal wollen die Charaktere es als Lieblingsgeschenk. Okay. Aber auch speziell die glänzenden Sachen oder nicht einfach nur ein Edelstein? Ich meine auch die glänzen, okay. Na gut, ich meine, ich würde mir eh ein bisschen immer was auf Vorrat lassen. Einfach für solche Fälle dann, aber... Ich weiß zum Beispiel, bei Quest ist es so, wenn die was davon haben wollen, dass sie sagen, gib mir zum Beispiel Zitrin und dann kannst du denen sowohl die glänzenden als auch die normalen bringen. Mindestens kriegen wir jetzt ein bisschen besser Eisenerz, als wir es am Anfang noch bekommen haben, wo wir nur hier diese drei im Wald hatten. So, Maui ist bald wieder Level Up. Sehr schön. Und Gold nehmen wir auch wieder mit. Ihr wisst ja, Proforma sammeln. Hier wieder ein Amethyst drin. Oder was anderes, nämlich ein rosaner Edelstein, Turmalin. Okay. Jetzt habe ich natürlich nichts dabei, um meine Ausdauer zu restoren. Alter, diese Kameraführung! Das heißt, ich kann den letzten Block gerade nicht abbauen. Gut. Bzzzt. Einmal hier hin teleportieren, bitte. So. Wie viel Eisenerz habe ich denn jetzt? 15? Ist ja kaum was. Ich muss noch mal eine Runde machen. Weiß halt noch nicht, ob die schon wieder nachgewachsen sind. Wahrscheinlich nicht. Das ist ja jetzt relativ schnell gewesen. Mal mit. Ich guck trotzdem einmal. Ne, sind sie nicht. Gut, dann würde ich vielleicht, ah, guck mal, jetzt wachsen sie gerade nach. Sehr schön. Perfekt. Ja! Nice, Level 7. 1000 Gold. Oh, und jetzt hat er wieder eine Quest. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Das Dorf nimmt Gestalt an, dank all der coolen Sachen, die ich beigetragen habe, wie Kokosnüsse. Hm, was tun wir als nächstes? Ich schätze, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Oben? Der Himmel? Ha, das ist es! Aha. Ich erinnere mich, dass Goofy immer diese fliegende Ding hatte, das er Drachen nannte. Glaub mir, das war ein großer Hit. Okay, geh und such, was wir zum Drachenbaum brauchen, damit wir hier jeder bei der Brise Spaß haben kann. Mhm. Die Brise, die ich eingefangen habe, voll gerne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie aus Holz und Fasern gebaut werden. Oh, und besorge etwas Tinte, um sie zu bemalen. Ich denke da an mein Profil. Wer würde das nicht lieben? Dankeschön. Okay, ich bin raus. Alles klar, das machen wir natürlich gleich auch. Ich mache vorher noch mal eine kurze Runde Eisenerzfarm und dann kümmere ich mich um die Quest.
finde es ja sehr, sehr nice, dass es halt mit Christoph zum Beispiel jemanden gibt, der auch so Materialien verkauft, die wir dann nicht unbedingt selber herstellen oder farmen müssen. Aber auf der anderen Seite hat er nicht die Sachen, die ich brauche. So. Okay. Gut. Dann werden wir hier durch. Dann einmal Karte. Bzzzt. Oh, mein Ocker ist fertig, sehe ich gerade. Das machen wir natürlich dann auch nochmal, bevor wir die Quest angehen. Denn das ist sehr, sehr wichtig. So, mittlerweile vielleicht wieder hier ein Knoblauch nachgespawnt. Einer, ein einziger, Freunde. Ein einziger, kümmerlicher, kleiner Knoblauch. Der kann ruhig auch schon etwas älter sein. Nimm alles. Das ist so bitter. Es scheitert an einem verdammten Knoblauch. Ich hasse es. Ja, was will man machen, ne? So, ist das nicht ein bisschen kalt hier, Ariel? Ich meine, ich frage ja nur, ne? So, noch ein Amethyst, sehr schön. So, und dann... wieder herstellen. Brauche ich zum Abernten nicht unbedingt, aber gleich fürs Anpflanzen. Was sagt unser Inventar? Wahrscheinlich noch genug Platz. Ja, sowas von. Sehr schön. Würde ich jetzt gleich nochmal komplett eine Runde Okra pflanzen? So, wir haben alle mitgenommen. Eine Runde Okra pflanzen. Und sowas, was wir gefunden haben, wie Spargel und sowas, würde ich dann beim nächsten Mal erst pflanzen. Mit dieser Goldpflanze ist echt stressig. Man will so viel wie möglich abernten, hat das Gefühl, egal wie schnell man auf die Taste klickt, es reicht trotzdem nicht. Oh, ne, das ist jetzt gerade hier ganz merkwürdig. Hallo? Nein! Oh Gott, kann er nicht mal vernünftig abernten? Danke. So. Dann.
Möchtest du mir wieder deinen Stiefel schenken? Ping, 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 ping. So. Alles klar. Was sehe ich denn da? Noch ein bisschen Holz. Brauchen wir sogar für Maui's Quest aktuell. Es ist wichtig, dass wir die schnell machen, weil wenn wir jedes Mal Holz aufnehmen, dann die Quest erst wieder eingeblendet wird. Oh Gott. Hallo, Kumpel. So, Fackofen. Schwupps, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Noch was? Das war's. 52.000, let's go. So. Und nochmal 41. So. Wir sehen uns. Sehr schön. Puh. Dum 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 d